Sie will immer nur Film. Mach keinen Finger krumm auf dem Hof. Oha, sei gegrüßt. Was ist nochmal mit Faultes passiert? Sei gegrüßt. Weißt du, was mich an Novigrad am meisten stört? Die verdammten Proportionen. Du könntest dich nützlich machen. Guten Tag. Gebummelt wird nicht. Ewiges Feuer. Unser aller Vater. Heiligstes aller Feuer. Erhöre mein Beten. Erhöre meine Bitte. Lass meinen Mann wieder gesund werden. Er ist ein guter Mann, ehrlich, rechtschaffen, ewig. Das muss der Briefkasten sein. Meine Gesundheit. Ich habe das Signal gegeben. Der Spion müsste vor Mitternacht in Ferneck auftauchen. Oh, heiligstes. Geh davon aus, dass ab sofort jeder Schritt von dir wohl noch mehr Treibgut aus Temerien. Hey, Hüpfer. Was muss ich tun, um deinen schönen Tag zu kriegen? Wie? Aus welchem Dorf kommst du? Beiden. In Temerien. Hey, Hüpfer. Was muss ich tun, um deinen schönen Tag zu kriegen? Ich bin alles so leid. Willst du Ärger? Wird mit dem Tod bestraft. Gesund? Jetzt nur noch verstecken und warten. Hier würde mich auch ein Blinder sehen. Das beste Versteck. Ein Klassiker. Triss, woher wusstest du... Ah, Dijkstra, wie? Ganz recht. Ich konnte nicht widerstehen. Ich will die Sache zu Ende bringen. Ideal hierfür ein Stell-Dich-Ein. Mit Triss. Eingestürzte Decke, Schimmel an der Wand, Mäusedreck in den Ecken. Mein Mund öffnet sich schon vor Erregung. Psst, er kommt. Versteck dich. Ah. Fühlt sich unwohl. Sehr unwohl. Keine Ahnung, wer ihr seid. Aber ihr steckt in der Scheiße. Bis zum Hals. Du steckst tiefer drin, glaub mir. Beantworte unsere Fragen und wir bringen dich hier raus. Meine Antwort ist immer dieselbe. Verpisst euch.
So redet man nicht mit einer Dame. Nicht mit einer Dame, nein. Aber mit einer Hexe? Das kannst du. Würde ich dir aber nicht raten. War das genug? Verpisst euch! Das soll alles sein? Natürlich nicht. Aber ich habe ja auch gerade erst angefangen. Du denkst jetzt, viel schlimmer kann es nicht werden? Oh, kann es doch. Genug! Genug! Also, redest du? Ja, ja! Was wollt ihr denn, verdammt noch eins? Reine Neugierde. Für wen arbeitest du? Sag ich nicht. Niemals. Sicher? Radovid. Ich arbeite für Radovid. Radovid, was hat er davon, Menge zu helfen? Ihr hättet für ihn vor seiner Ankunft das Feld. Ergibt Sinn. Es ist einfacher, eine Stadt einzunehmen, in der keine Magier mehr sind. Lass schweigen. Dafür wird er bezahlen. Oh, stimmt. Wir suchen nach Hintergrund. Wir wissen, dass Menge ihn entführt hat. Darum geht es? Um einen Scheißbaden? Das hättest du gleich sagen sollen, bevor du mein Hirn mit verdammter Magie aussaugen wolltest. Ich glaub's nicht. Alles nur wegen des lausigen Klatsch und Tratsch. Komm zur Sache. Rittersporn ist auf der Tempelinsel. Im Kerker unter dem Schrein. Menge will ihn in Ochsenfurt hinrichten. Ein echtes Spektakel. Das muss wohl leider ausfallen. Wie können wir Rittersporn befreien? Von der Tempelinsel kommt man nur auf Menges persönlichen Befehl wieder runter. Verdammt. Wir finden einen Weg. Ich habe eine Idee. Erzähle ich dir später. Genug. Wir wissen jetzt alles, was wir wissen müssen. Freut mich. Könnten wir diesen unangenehmen Zwischenfall vergessen, nun? Nicht so schnell. Geralt. Ich weiß. Er hat zu viel gesehen. Aber warum? Ich habe geredet. Ich würde nie... Entweder stirbt er, oder ich lösche seine Erinnerung. Lösche sein Gedächtnis. Aber ich habe euch geholfen. Das ist gar nicht so schlimm. Glaub mir. Wie fühlst du dich? Hinterhältig. Grausam. Gemein. Ich könnte noch mehr sagen. Aber ich muss hier erst mal raus. Nach Hause gehen, ein Bad nehmen. Und dann trinken, um zu vergessen. Soll ich dich nach Hause begleiten? Nicht heute, Geralt. Nicht heute. Aber da ist noch was, worüber ich reden will. Könntest du später vorbeikommen? Menge ist tot, aber das ist leider nicht das Ende meiner Sorgen. Du sagtest etwas über eine Idee, wie wir Rittersporn befreien können. Ja, wir wissen, dass er auf der Insel ist. Und er bleibt dort, bis Menge den Befehl gibt, ihn nach Ochsenfurt zu bringen, richtig? Das Problem ist, dass Menge tot ist. Das weiß ja keiner. Er könnte auch dem Feuer entkommen sein. Er könnte wieder auftauchen. Oder jemand, der ihm sehr ähnlich sieht. Ich glaube, wir brauchen wieder einen Doppler. Ein Doppler? Dein alter Freund Dudu Bieberfeld, der den Kaufmann gegeben hat? Rittersporn hat behauptet, er wäre echter als das Original. So echt, dass Vivaldi ihm einen Kredit über mehrere tausend Kronen gegeben hat, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber Dudu ist untergetaucht. Vielleicht wird Priscilla mehr wissen. Hoffen wir mal. Also dieser eine EP hat mich wirklich gebrochen gerade.
Aber wir haben ja... Wir haben ja davor durch das... Durch das Zaubern 40 EP bekommen. Also waren es 41 EP. Aber was will man auch erwarten von einer Quest, die Stufe 2 ist, ne? Oh, kommt gerade Werbung. Auf den Werbungsbutton offen. Tatsächlich. Die Subs haben eine gute Zeit wieder. Zwar ein Skillpunkt. Quatsch. Lauf, haben wir einen Skillpunkt bekommen oder ein EP? Ein EP oder nicht? Teufelsbrot. Also einen Skillpunkt hätte ich natürlich auch genommen, ne? Weitergehen! Ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt noch eine Nebenquest ist mit Triss. Und wie lief's mit diesem Heiler? Ich bin gelaufen, hab mich um meine eigenen Sachen gekümmert. Noch mehr Treibgut aus Temerien. Hier war irgendwo ein Gegner. Blut! Scheiße. Komm schon, komm näher. Welchen trägt man einen Köcher und keine Schwerter? Der Graue schon wieder. Hier geht's schon den ganzen Tag zu wie im Taubenschlag. Triss! Geralt, ich habe ein Problem. Können wir reden? Selbstverständlich können wir reden. Wie geht es dir? Geht so. Warum fragst du? Was macht denn deine Hand? Wie geht es den Fingern? Wird schon wieder. Hör mal, es war meine Idee. Ich wusste genau, worauf ich mich einlasse. Mach dir um mich keine Sorgen. Vielleicht sollten wir das Thema wechseln. Gerne. Wollte ich auch gerade vorschlagen. Worum geht es? Ich habe eine seltsame Nachricht erhalten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Von wem ist sie denn? Ingrid Wegelbuts Diener hat sie gebracht. Offenbar ist Herrin Wegelbut bereit, eine großzügige Summe zu spenden. Sie will Magiern helfen, aus Novigrad zu entkommen. Das wird kaum ein Akt der Selbstlosigkeit sein. Da hast du recht, und genau das ist mein Problem. Sie will einen Gefallen. Leider stehen keine Einzelheiten im Brief. Ich soll den Diener auf dem Fischmarkt treffen. Er muss es mir angeblich persönlich erklären. Aber in diesen Zeiten ist schwer zu sagen, ob es eine gute Idee ist, dahin zu gehen. Wovor genau hast du Angst? Vor einer Falle. Einerseits darf ich die Chance nicht ungenutzt lassen. Wir brauchen das Geld. Andererseits... Niemand erwartet von dir, dass du dein Leben riskierst. Ich erwarte es von mir. Aber es war schon mal leichter. Als ich noch nicht wusste, was passiert, wenn man den Hexenjägern in die Hände fällt. Du hättest jederzeit entkommen können. Ich weiß, aber ich hatte trotzdem Angst. Was, wenn sie mich in echtes Dimeritium schlagen? Du wirst nicht immer in der Nähe sein. Wer ist diese Ingrid Wegelbut? Die Wegelbuts gehören zu den einflussreichsten Familien der Stadt. Etwas untypisch. Bei ihnen haben seit Generationen die Frauen das Sagen. Aktuelles Familienoberhaupt ist Patricia Wegelbut. Ingrid ist ihre Tochter. Kennst du sie persönlich? Nein, nur vom Sehen. Und ich kenne Gerüchte. Sie wird in Novigrad für ihren Geschäftssinn bewundert. Und ihre pompösen Bälle auf dem Familienlandsitz sind berühmt. Wobei diese Bälle vermutlich ihren Geschäften dienen.
Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber du scheinst entschlossen. Ich lass dich das nicht alleine machen. Ich danke dir. Der Diener. Wie sollst du mit ihm Kontakt aufnehmen? Angeblich erkenne ich ihn. Er trägt eine blaue Tunika und zahlreiche Schlüssel am Gürtel. Ich soll ihn nach seinem Forellenpreis holen. Ah. Das soll wohl ein Witz sein. Sollst du etwa auch eine rote Rose halten? Blumen hat er nicht erwähnt. Aber wenn du mir welche besorgen willst, sag ich nicht nein. Das ist ein Fischmarkt, Triss. Ich kann dir bestenfalls ein bisschen Salzdorsch besorgen. Es wird wohl besser sein, dass ich mit dem mysteriösen Mann in Blau rede. Er erwartet aber mich. Du wartest in der Nähe. Ich überzeuge mich, dass die Nachricht nicht von den Hexenjägern kam. Dann kommst du. Gut, treffen wir uns dort. So. Ich muss mal in meine Notizen reingucken. Das ist tatsächlich, Chat, eine Nebenquest, aber die ist unglaublich gut, die Questline von Triss. Und während dieser Questline haben wir die Möglichkeit, an einem Mini-Gwent-Turnier teilzunehmen. Deshalb ist die auch extrem wichtig. Nicht für Platin, weil man eine Trophäe kriegt, sondern weil man eine einzigartige oder mehrere einzigartige Karten während der Quest gewinnen kann. Deshalb habe ich auch jetzt maximal Bock auf die Mission, weil ich glaube, wir sind mittlerweile schon stark genug. Also unser Deck ist stark genug. Dass wir das gewinnen sollten. Das ist dann noch nicht das Hauptturnier. Das ist tatsächlich wahrscheinlich zu schwer. Aber mal sehen. Und ich finde sehr korrekt, dass die Männer von Hurensohn Junior mich hier immer angreifen und mir ein bisschen extra Loot giften. Korrekt von denen. Na, das ist doch klar wie das ewige Feuer. Ich glaube, es geht auf einen Ball bei der Quest. Ja, ist wirklich so, Chat. Hurensohn Junior. Du brauchst auch Geld, wie? Was? Der Schmied arbeitet nicht nachts? Also wirklich. Die Leute haben keinen Arbeitswillen mehr. So manches Herz gebrochen, nicht wahr? Willkommen, willkommen. Zeig mal, was du anzubieten hast. So, verkauf mal direkt wieder alles. Oh, wir können jetzt das Beil hier anlegen. Es war ein Five-Held-Call von jemandem aus dem Chat. Bei dem Schmied, wo ich gerade bin, immer den Stuff verkaufen. Der hat ultra viel Kohle, wie ihr rechts oben seht. Und der gibt einen mehr als die normalen Schmiede, weil es ein Händler aus Novigrad ist. Irgendwie kaufen die Sachen teurer an. Da kann man richtig Asche machen. Guck mal, wir haben 5 Steine auf Tasche jetzt mittlerweile. Baba. Bis dann. So, wie sieht denn das aus, wenn ich jetzt das Zwergenbeil ausrüste? Boah. Kritischer Trefferbonus 25%. Das ist echt ein huge Upgrade. Ah, so ein Beil ist das. Oha. Spannt euch. Habe ich wieder ein paar Bar-Dinger zum Verkaufen. Ah, genau. Jetzt probieren wir mal was. Und zwar diese Handschellen hier. Die kann man ganz gut verkaufen. Aber ich glaube, wenn man sie zerlegt, gibt es noch mehr Kohle. Jetzt probiere ich mal aus. Willkommen, willkommen. Würdest du... Handwerk reparieren, zerlegen.
Es gibt keine Gegenstände. Der kann das nicht? Kann das nur ein Meisterschmied oder so? Bis dann. Ich sollte eine Zulage für die Arbeit in diesem Scheißwetter fordern. Leute! Oder war ich im falschen Fenster? Die Schlag- und Verstümmel-Animation von Äxten finde ich auch richtig geil. Willkommen, willkommen. Ich glaube, ich habe nie Äxte benutzt. Bin ich mal gespannt. Würdest du? Zerlegen, handeln. Ich will ja nicht handeln, ich will zerlegen. Ah nee, das ist zerlegen. Ich war bei Verbesserung entfernen, ja. Der blinde Boss wieder. Danke, Chat. Ich kann eine Reliktrose. Brauche ich die Rose noch? Ich glaube, die sollte ich jetzt lieber nicht zerlegen. Jetzt habe ich Erz bekommen. So geil, dass man hier auch so swappen kann. Ich habe die Meterium Erz bekommen, oder? Das hier? Kommen wir jetzt nicht mehr Geld vor. Ich habe ja davor schon zwei gelootet. Ich glaube, die verkaufen bringt dann doch ein bisschen mehr, aber das braucht man noch zum Craften. Bis dann. Din, 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 din. Chat, ich lese euch mal kurz meine Notizen vor, dass ihr auch drauf achten könnt. Während der Quest Auge um Auge müssen wir darauf achten, dass Wes nicht stirbt. Und die Quest jetzt oder nie sollten wir erst dann abschließen, wenn wir Auge und Auge abgeschlossen haben. Also, die Quest jetzt oder nie erst nach Auge und Auge. Auge um Auge und Auge und Auge müssen wir aufpassen, dass Wes nicht stirbt. Jede Menge blaue Jacken. Schreibt euch auf den Aal. Ich habe meine Notizen auch noch offen. Ja? Weißt du, wo ich den besten Forellenpreis kriege? Vielleicht, aber mit jemandem wie dir habe ich nicht gerechnet, Herr. Solltest du mit dem Empfänger des Briefs reden wollen, werde ich anwesend sein. Die Vorsicht würde gebieten... Die Vorsicht gebietet jetzt nicht zu streiten. Glaub mir. Ich habe wohl keine Wahl. Komm mit. Oh, ich habe so Bock auf die Quest. Das ist jetzt wieder eine Nebenmission, Chat. Ich bin mir mittlerweile sicher. Ich glaube, der beste... Storystrang ist Novigrad. Novigrad hat so viele fantastische Questlines. Komm schon. Und auch so krasse Nebenstories. Nein! Danke dir. Gehen wir. Ja, stark die Axt, aber leider keine Finisher gesehen. Was wollten die von dir? Weiß nicht. Ich habe sie noch nie gesehen. Vielleicht, also neulich hat jemand versucht, unsere Boten auszufragen über den jungen Grafen. Warte mal, wo ist die Herrin Marigold? Da ist sie. Du solltest doch alleine kommen, Herrin. Novigrad sind wir schon, gewesen, Ayumi. Deshalb sage ich es ja. Zum Verhör mitgenommen. Der Große war Waldo Muris. Der arbeitet für die Hexenjäger. Ja, du hast sicher recht, Herrin. Es war einfach nicht, was ich erwartet hatte. Da Herrin Wegelbut... Nun, da wir erste Höflichkeiten ausgetauscht haben, wäre es wohl an der Zeit, dass du dich vorstellst. Herrin Wegelboots Hausdiener. Ich wollte niemanden beleidigen, Herr. Warum wollte die Herrin Wegelboot Impression sich auch wieder selbst da. Mit mir treffen? Mein Bester. Sie hatte Angst, verfolgt zu werden. Sie ist nervlich ein Wrack in letzter Zeit. Also, worum geht es hier? Bitte deutlich. Ich hab so Bock zu Wegelboot. Er ist das Problem. Geil. Meister Albert interessiert sich für Alchemie. Die Tempelwache hat Wind davon bekommen... Um die Wache würde ich mir keine Sorgen machen.
Aber die Hexenjäger haben versucht, dich zu schnappen. Also ist Albert wohl in ernster Gefahr. Ja, die Wache wurde von Herrn Wegelgut bestochen. Aber da die Hexenjäger für jeden denunzierten Magier bezahlen, hat die Wache von einer Familie in Angst Geld genommen und den Jägern dann trotzdem Bescheid gesagt. Woher weiß Ingrid Wegelgut, wie sie Triss erreicht? Und dass Triss überhaupt die richtige Person ist? Die Herrin Merigold soll auch Myra Weiß beim Verschwinden geholfen haben. Ja, gerade eben, Impression. Myra hat der Herrin Ingrid bisweilen magischen Beistand geleistet bei ihren Gebrechen. Das kann sein. Myra hat mal erwähnt, dass sie eine Adlige behandelt. Kannst du bitte ehrlich sagen, wie geil du das Spiel findest? Bruder, das ist mein absolutes Lieblingsspiel. Albert sollte wohl so schnell wie möglich verschwinden. Das kann ich einrichten. Meinst du, der junge Wegelgut kommt unbemerkt aus dem Haus? So einfach ist das leider nicht. Meister Albert versteckt sich auf dem Landsitz der Wegelgut. Herrin Thorn, ist der Auffassung, dass sie ihn heimlich fortbringen kann. Sie will einen großen Maskenball geben. Und ich soll teilnehmen und ihm bei der Flucht helfen? Genau. Ohne dich geht es nicht. Die Herrin Wegelgut fürchtet, dass das Personal beobachtet wird. Elden Ring, Sekiro sind auch eine 11 von 10, Chat. Gute Idee, schlechte Idee. Das ist eine gute Idee. So eine protzige Feier lenkt die Jäger ab. Ja, wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was ich über die Bälle der Wegelboots gehört habe. Angeblich wurden auf dem letzten 100 verschiedene Nachspeisen serviert. Und es gab von der Abenddämmerung bis morgens Feuerwerk. Aber jetzt zu Kriegszeiten hat die Herrin angeordnet, nur 85 Nachspeisen zu servieren. Ach, diesmal gibt es keine kandierten Blätter von blauen Rosen aus Nazair. Oh, schade. Die sind jetzt furchtbar schwer zu kriegen. Ach, ich würde das alles so gerne sehen. Amen. Ist Ärger zu erwarten? Ist auf dem Ball denn mit Ärger zu rechnen? Am schwierigsten wird es sein, Meister Alberts Abreise vor seiner Großmutter zu verheimlichen. Ist das denn nötig? Die Herrin Patricia ist glühende Anhängerin des ewigen Feuers. Sie weiß nichts von Alberts Interesse an Alchemie. Oder zum Glück ist die ältere Herrin Wegelgut auf dem Landsitz ein seltener Gast. Wahrlich eine außergewöhnliche Familie. Jeden Gegner töten. Es steht mir nicht anders zu beurteilen, Herr. Jedes Ende spielen. Alles einsammeln. Hoffentlich müssen wir nicht bis zum Schluss bleiben. Heißt das, du kommst mit? Natürlich. Ich werde dich doch nicht allein in die Höhle des Löwen schicken. Überleg doch nur. 85 Galaxy ist am besten, Levi, finde ich. Während du versuchst, deinen Taillenumfang von 2 Spannen zu behalten. Geralt, bitte. Wie kommen wir denn in den Landsitz hinein? Hier, die Einladung. Die Wache am Tor hilft dir dann weiter. Leg bitte eine Fuchsmaske an, ja? Viel Glück. Meinst du, wir können direkt dorthin gehen? Machst du Witze? Wir müssen uns vorbereiten, umziehen. Vor allem müssen wir Masken besorgen. In Elihals Laden bekommst du sicher alles, was wir brauchen. Kennst du den? Ich war schon mal dort. Elihal ist mit Rittersporn befreundet. Nur Masken, ja? Ein Wams werde ich ja wohl nicht tragen müssen. Natürlich ein Wams, Geralt. Und keine Diskussion. Kümmere dich darum und dann komm zu mir. Hier ist doch irgendwo Loot. Da. Jetzt ist die Frage, Chat. Setzen wir die Maske auf und dressen uns noch vom Wams her und so? Oder setzen wir nur die Maske auf? Angeblich spioniert ein Hexer für die Schwarzen. Machen wir beides. Machen wir den edlen Boss. Dann hätten wir dann das doch kaufen müssen. Boah, ich hoffe, die Quest backt jetzt nicht, weil wir die Fuchsmaske schon haben. Oder muss ich die jetzt einfach nochmal kaufen? Hallo, willst du vielleicht meine Frühjahrskollektion sehen? Ich musste jetzt erstmal dick auf Toilette, Chat, und dann daddeln wir weiter. Bin jetzt hier nämlich hier schon wieder so am Abzappeln. Ach du Scheiße, unerträglich diese Pipi, Mini-Blase.
So wie man eine Satteltasche für mehr Equipment Tragegewicht anlegen kann in Witcher, würde ich gerne eine größere Blase anlegen manchmal. Ich würde gerne mal einen Blick auf dein Angebot werfen. Erstmal nach. Natürlich, bitte. Sollte etwas kneifen oder scheuern, ändere ich es sofort und ohne Aufpreis. Wenn ich damit fertig bin, fühlt es sich an, als trügest du gar nichts. Ah. Haben wir das noch nicht gekauft gehabt? Doch, man muss es einfach nochmal kaufen. Unerträglich. Ich werde hier richtig verarscht. Muss ich das einfach nochmal für einen Taler kaufen. Was holen wir uns denn? Tunika von Skellige. Elegantes Hemd von Skellige. Ganz schön teuer. Aber wir sind reich. Ja, Wucherpreise, sehe ich genauso. Bis dann. Oh. Hm. Können wir ja auch wieder verkaufen. Handschuhe? Stimmt. Handschuhe haben wir keine neuen gekauft. Viel besser. Oh, der freshe Boss. Beiseite, ich habe ein Date mit Triss Merigold. Ich fliege zu dir, meine rothaarige Königin. Ich komme. Nicht mehr lang und ich bin da. Seht ihr das? Geralt rennt schneller als sonst. Ich merke das. Mindestens 20-30% Speedboost. Er hat es sich bequem gemacht. Meine ganzen Fußböden sind... Donnerwetter, du hast mein Anliegen ja wirklich beherzigt. War das denn nicht ernst gemeint? Ich habe noch Zeit, mich umzuziehen. Wag es ja nicht. Du siehst toll aus. Hast du alles gekriegt? Hast du noch etwas über Albert erfahren? Nun, kaum ein Magier hat bisher von ihm gehört. Er ist wohl Amateur. Warum dann das Interesse? Erst die Tempelwache, dann die Jäger? Er ist leichte Beute. Und genau deswegen sollten wir ihm helfen. Ich bin verliebt! Alles ist fertig. Wir können gehen. Wie schade, dass solche Anlässe so selten sind. Ohne sie würde ich dich nie in Schale sehen. Das verdammte Wams scheuert in den Achseln. Ich glaube, da wurden Drähte eingenäht. Ich werde dein heldenhaftes Leiden pausenlos bewundern. Also dann, gehen wir? Wolfsmaske, oder Chat? Eigentlich müssen wir Wolfsmaske tragen. Guten Tag, Herr, Herrin. Wir sind Gäste von Herrin Ingrid Wegelboot. Die Einladung, bitte. Alles in Ordnung. Ihr findet die Herrin Wegelboot im Hof des Anwesens. Sucht nach einer Papageienmaske. Eins noch. Lasst bitte eure Schwerter hier. Das muss wohl ein Irrtum sein. Du weißt, warum wir hier sind, oder? Natürlich. Aber ich habe den Auftrag, dafür zu sorgen, dass die Gäste das Anwesen unbewaffnet betreten. Verdammt. Ich wünsche einen angenehmen Abend.
ist schön hier. Ich bin ewig nicht aus der Stadt rausgekommen. Aber wie konnte er mit dieser dürren Metze? Na, na, nun wein doch nicht. Nun? Er ist doch nicht der einzige Mann auf der Welt. Nun? Er ist ein Baronett. Wo finde ich? Einen anderen Baronett. Lass mich los, Herr. Ich könnte deine Tochter sein. Ein Rollenspiel? Wunderbarer Einfall. Ich habe gelesen, dass man von einem einzigen Blick die Krätze bekommt. Und wenn ich die kleine Clementine fange, was dann? Was dann? Dann hau ich dir auf dein schäbiges Maul jetzt. Lass mich in Frieden. Ach, die kleine Dame ist ein Biest, was? Ein Biest? Warst du in Wüsemann? Angeblich ist das eher ein Schweinestall als eine Hauptstadt. Lass mich los, Herr. Ich könnte deine Tochter sein. Ein Rollenspiel? Wunderbarer Einfall. Als ob er sie nicht kennt. Kannst du dir das vorstellen? Das arme Mädchen. Wie erniedrigend. Möge das Glück dir hold sein. Hör auf zu starren, sonst rufe ich die Wache. Natürlich sag ich's ihr nicht. Ja, wo geht's denn da hin? Obwohl, vielleicht gibt's da Loot, ich weiß gar nicht. Nochmal nachschauen. Bruder, das ist ja volles Labyrinth. Ich glaube, hier gibt's gar nichts, Digga. Ja, ja, wir gehen gleich zurück. Aber noch hat niemand bemerkt, dass wir wechseln. Oh. Sucht euch gefälligst ein eigenes Plätzchen. Sogar in der hintersten Ecke verstecken die kleine Details. Leider kein Loot. Never mind. Nee. Ich komme hier nie wieder raus, Chess. Wo ist eigentlich Triss? Wir haben sie verloren. Oh no. Ja, ja, wir gehen gleich zurück. Aber noch hat niemand bemerkt, dass wir weg sind. Triss? Ob er sie nicht kennt, kannst du dir das vorstellen? Wo ist sie hin? Sie ist bestimmt irgendwo da hängen geblieben. Aber, Pfeifeltrick. Scheiße. Kann ich rasten. Nicht meditieren. Intoleranz. Ich bin ein Kraken. Bin schon wieder zu spät. Mach das Abend. Nie wieder. Dann ist der aber blau. Mutant. Wie kann die denn das sehen? Wir haben eine Maske auf. Uns lieber Garnelen und eine Trompete. Ich habe da sie! Hallo, Triss! Und über deine Zauberin ein guter Mann. Verschwinde. Arme. Hallo, Vivian. Nun tu nicht so, als ob du mich nicht kennst. Manometer, ist das eine Art, einen alten Kumpel zu behandeln? Ihn einfach zu ignorieren? Da liegt ein Irrtum vor. Wir kennen uns nicht. Sei nicht albern, Vivian. Ich würde deine Mähne überall erkennen. Jetzt spielst du wohl die feine Dame. Aber bevor Baron Edward... wie auch immer, dich aus der Gosse gezogen hat, warst du eine gewöhnliche... Schluss jetzt. Die Dame sagt, sie kennt dich nicht. Wer ist das denn? Dein Neuer? Älter als der vorige scheint mir. Ein hinfälliger, bemooster Sack. Je weniger sie können, desto mehr lassen sie wohl springen. Du wolltest es nicht anders. Was? Ist doch nichts passiert. Ja, so sieht's nämlich aus hier. Mein Mann ist Aufseher von Beruf. Du meine Güte, was für ein Monster. Und ich habe noch nicht mal die Hose aufgemacht.
Verschwinde. Ah, nö, ne? Ich bin ein Kraken. Moritz, was machst du denn hier? Die kleine Marigold, na sowas. Und ich dachte, das hier wäre eine Veranstaltung mit Klasse. Ja, du hast mir auch gefehlt. Aber können wir das jetzt lassen? Die Fuchsmaske. Kommst du aus Novigrad raus? Sieht so gut aus bei Triss. Du kannst dich uns anschließen, wenn du willst. Mich euch anschließen? Und wer wäre das wohl? Unter anderem deine Freunde. Sobald alle versammelt sind, führe ich euch. Du führst? Vergib mir, Marigold, aber da kann ich mich ja gleich von einer lahmen Ente führen lassen. Mach's gut. Der hat mir nicht gefallen. Der hat mir nicht gefallen. Warum wolltest du unbedingt mit ihm reden? Er ist ein alter Freund, Moritz Diefenthal. Ich erzähl dir die Geschichte ein andermal. Bring uns wieder. Oh, sehen wir uns um. So, hier auf dem Radar, seht ihr oben rechts, haben wir ein Ausrufezeichen. Hier gibt es ein Gewinnturnier. Das ist nur während dieser Mission erreichbar und hochgradig verpassbar. Vor ein paar Augenblicken. Oh, Verzeihung. Ich dachte, du wärst mein Freund. Der trägt auch so eine Maske. General Voorhees? Gerald von Riva. Dann lag ich doch nicht ganz falsch. Wie immer ein Vergnügen. Das ist... Eine schöne und geheimnisvolle Dame. Sparen wir uns die Formalitäten für später, wenn alle die Masken abnehmen. Das macht doch mehr Spaß, meint ihr nicht? Natürlich, mein Herr. Und jetzt müsst ihr mich entschuldigen. Ich muss rasch Derkopf suchen. Euch einen schönen Abend. Ich hatte irgendwie seine Stimme anders. Gerald? In Wahrheit sind wir schon von den Schwarzen abhängig, Wirtschaftler. Der hat ein Schwert, stimmt. Das waren noch Zeiten. Also, suchst du nach mir, guter Mann? Ah, ein weiterer Herausforderer. Herr Devanon hat seinen Platz am Tisch gerade erst freigegeben. Unwahrscheinlich, dass er zurückkehrt. Was ist ihm denn passiert? Ein paar gute Männer haben ihn beiseite genommen, damit er sich nicht wehtut. Also spielen wir? Zunächst sollst du gegen Markgraf Wladimir Dekret antreten. Der kann sich das Verlieren leisten. Also dürfte er alles oder nichts spielen. Wir können anfangen. Jetzt bin ich mal gespannt. Das sind jetzt richtig gute Gegner. Fängt er erstmal hier mit einer Zweierkarte an. Moin Meister, hier, gönn dir den Spion. Mm-hmm.
Krass, der kommt immer wieder ran. Richtig scheiße, jetzt kann ich sie nicht mit Finte wieder auf die Hand nehmen. Der Drecksack. Aber wir dürften trotzdem gewonnen haben. Oh. Oh mein Gott! Perfekt! Pisst ist! Oh mein Gott, hat der Strong Karten. Oh, oh, Digga, einfach mit einem Zug 20er. Huch. Aber er spielt Nilfgaard, das heißt, er hat nur noch eine Karte auf der Hand und er ist so weit vorne. Ich könnte jetzt noch rankommen, aber wozu riskieren? Ich lege jetzt einfach noch das Horn, weil ich habe ja sowieso meine Anführerfähigkeit noch. Wenn er jetzt die Karte auch noch legt, ist er ein Idiot. Aber der wird passen. Never mind. Ja. Jetzt wird er zwar die Runde gewinnen, aber er kriegt keine Karten mehr auf der Hand. Ja, das ist... Hä? Er gewinnt jetzt die Runde, aber verliert automatisch die nächste, weil er keine Karte mehr auf der Hand hat. Boop. 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 44 und 88. Also, noch eine Runde, wenn die richtigen Schreibt euch auf, kommt, Milva haben wir bekommen. Nutzen. Milva. Dein nächster Gegner, Graf Gomo Seeling. Sein Vater hat einst den Familiensitz im Nimnatal verloren. Gomo tritt offenbar in seine Fußstapfen. Aber unterschätz ihn nicht. Verzweifelte können gefährlich sein. Kann ich während des Dings speichern? Nee. Wir können anfangen. Okay, ich muss am Stück gewinnen anscheinend. Oh mein Gott, das ist ja voll aufregend. Alter. Geiler Scheiß. Ehrlich wird's mal hier interessant. Oh mein Gott, der zieht einfach eine Karte mehr. Der hat als Anführerfähigkeit gewählt, dass er eine Karte mehr hat am Anfang. Geiler Scheiß. Oh, nicht so gut gezogen. Ach, du heilige Makrele. Din, 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 din. Ha! Oh mein Gott, das war ja schlecht. Ein Punkt. Scheiße. Ist okay. Das Gute ist, wenn er jetzt weiter mit heftigen Nahkampfeinheiten auftrumpft, dann können wir mit der Healerin den 7er Drache wieder rausholen und wieder seine Nahkampfeinheiten sprengen. Mal sehen. Und wir haben sogar noch eine Finte.
Beide Siebener tot. Hup, sehr gut. Er muss ja weiterspielen, er ist schon hinten. Jetzt geht es nur noch darum, ihn maximal Karten rauszukitzeln. Wir müssen jetzt schlauer spielen gegen so gute Gegner. Da geht es dann wirklich, da geht es dann wirklich nur noch darum, die Karten aus ihm rauszukitzeln. Ich würde sagen, ich passe. Er kann eigentlich unmöglich mit zwei Karten die darauf folgende Runde gewinnen. Er gewinnt jetzt zwar die Runde, aber er ist zwei Karten hinten. Und ich habe noch die Wiederbeleberin. Und er ist jetzt direkt dran am Anfang, weil er gewonnen hat. Und ich habe ja noch die Burn-Karte. Boom. Ja, leg mal deinen Sechser. Aber es wird knapper. Also, noch eine Runde? Bruxa? Wenn die richtigen Karten kommen, muss man die Gelegenheit Schreibt's nutzen. Schreibt's euch auf dem Dach hoch. Herr Marius Florin, sein Amulett aus Zeugeknochen lässt ihn angeblich immer gewinnen. Natürlich könnte ich das kommentieren, aber... Rein! Wir können anfangen. Das ist mal wahr. Könnte eine bessere Hand sein, könnte aber auch schlechter sein. Monsterdeck, by the way. Sehr gut, dass wir Eisers Kälte gezogen haben. Oh, Monsterdeck, so frech. Mhm. Ich glaube, er würde sowieso passen. Deshalb könnte ich Eiseskälte gleich legen. Oder ich lege noch eine Heldenkarte. Um ranzukommen, dann passt er vielleicht nicht gleich. Wenn er jetzt passt, habe ich die Heldenkarte verschenkt. Wenn er weiterspielt, weitere Einheiten in die Nahkampfeinheit legt, dann ist es sehr gut. Ich muss direkt Eiseskälte legen. Das ist zu riskant, die Heldin zu legen. Der passt dann trotzdem. Jetzt muss er weiterspielen, weil er nicht mehr vorne ist. Sehr gut, sehr gut. Mhm. Krass. Krass, krass. Weiter, Wahnsinn.
Ich fühle euren Call mit passend nicht, Chat, weil mit meiner Wiederbeleberin kann ich dann nur meinen Bogenschützen wiederbeleben. Alle anderen Karten auf dem Feld sind Heldenkarten, die ich nicht wiederbeleben kann. Deshalb spiele ich jetzt noch das Katapult, weil das kann ich wiederbeleben, wenn es nach der Runde auf dem Friedhof landet. Und jetzt muss er nochmal nachziehen oder mir die Runde geben. Tja, das ist ja der Wahnsinn. Der Wahnsinn! Der Wahnsinn! Digga, was ein Duell, Mann. Müsste eigentlich trotzdem gewonnen haben. Oh, Digga, zieh nochmal nach! Wahnsinn! Okay, jetzt gewinnt er die Runde, aber ich sollte die anderen beiden gewinnen. Alter, haben die stronge Decks. Er hat noch eine Karte. Zeig mal her. Oh, er passt. Oh, er passt. Okay. So. Hup. Und jetzt muss ich sie wieder auf die Hand nehmen. Dann bin ich zwei vorne und kann wieder das Katapult wiederbeleben. Und ich krieg noch eine Karte nachgezogen. Geiler Scheiß. Am besten in irgendeine Einheitenkarte mit bisschen Damage. Oder auch so, das geht auch. Haha, perfekt. Alter, ich bin richtig aufgeregt. Was hat er noch auf Tasche? Noch eine 5er-Einheit. Okay. Wir haben tatsächlich so schon gewonnen. Aber ich könnte jetzt nochmal mit Finte so, bupp, meine Heilerin. Alter, alle drei Duelle echt close. Meine Fresse, geiler Scheiß, Mann! Woo! Wahnsinn! Und es gibt noch ein anderes Gwen-Turnier-Chat, da sind die Gegner noch besser. Und die haben ja echt schon ernst gemacht. Ich werde alt. Bravo, die liebliche Dame bringt dir eindeutig Rittersporn bekommen. Behalt sie, lass sie niemals gehen. Speichern ganz schnell. Und eine Trophy gibt es auch. Ich glaube, Rittersporn war eine Heldenkarte. Ah, ne, eine Nahkampfkarte, die alle im Nahkampf. Also, der hat quasi die Hornfähigkeit für die Nahkämpfer mit eingebaut. Ist aber dafür von der Einheitenstärke recht schwach. So, was hatten wir noch auf dem Tisch? Milva war eine Scoia'tael-Karte. Milva, war das eine Anführerfähigkeit? Nein. Milva. Sie hier. Oh, 10er Bogenschützen mit Verstärkung. Mit Moralschub. Und Bruxa noch, oder? Bruxa, ne? War das sie? Vampir-Bruxa? Oder hieß sie ganz normal Bruxa? Muss sie gewesen sein, oder? Okay, sie hat halt dieses aus dem Deck ziehen, ne? Dieses Musterung. Sie holt dann, glaube ich, alle Bruxas aus dem Deck. Geiler Scheiß, Mann. Geiler fucking Scheiß. Einer von euch hat gesagt, mach einen Horn raus und dafür Rittersporn rein. Nee. Weil ich habe nicht so viele starke Nahkampfeinheiten. Ich habe nur die paar. Da lohnt es sich nicht. Ne, die Spione lege ich ja eh immer bei den Gegnern. Dafür lohnt es sich nicht, extra Rittersporn einzusetzen. Finde ich. Da tue ich lieber meine Bogenschützen. Obwohl, da habe ich auch nicht so viele. Ich könnte sogar ein Horn rausmachen. Und ein klirrende Kälte mehr. Oder ich lasse es so. Eigentlich hat es gut funktioniert. Ich lasse es so. Ich habe trotzdem sehr viele Katapulte. Und wenn man zwei Hörner auf Tasche hat, oder mindestens eins immer auf der Hand, dann kann man ohne seine Anführerfähigkeit trotzdem
triumphieren. Junge, hat das Spaß gemacht. Auch krass, dass man alle drei am Stück gewinnen muss. Entschuldigt mich kurz. Man kann nicht speichern dazwischen. Du das kann man beim großen Turnier schon. Ja, ich bin es. Die Forellenkundin. Oh ja, natürlich. Entschuldige die Vorsicht, aber können wir irgendwo allein sprechen? Hätte man können? Nee. Vielen Dank für deine Hilfsbereitschaft. Mein Hausdiener hat schon angekündigt, dass du einen Freund mitbringst. Nur pausieren. Ich möchte, dass so wenige wie möglich von Alberts Flucht erfahren, aber wenn du diesem Mann traust, beim großen Turnier kann keinem sonst. Kann man speichern. Ui. Gibt's hier noch irgendwo Loot? Gab es in letzter Zeit Zeichen von den Jägern? Nicht seit sie meinen Diener auf dem Markt angegriffen haben. Ah, einer im Chat sagt gerade, man kann aus dem Turnier rausgehen, speichern, weiterspielen. Guter Call für die Leute, die Probleme haben, alle drei Matches am Stück zu gewinnen. Aber ich habe einen von der Tempelwache bestochen. Er sagte, dass bei der Wache immer häufiger von Albert die Rede sei. Wie hat die Tempelwache denn überhaupt von seinen Interessen erfahren? Ich kann leider nicht ausschließen, dass Albert selbst die Quelle war. Vielleicht hat er mit einem Experiment geprahlt. Er ist zu sorglos. Wie sein Vater. Der war auch gutherzig. Aber ein Trottel. Eine Krabspinne hat ihn verschlungen, falls ihr davon gehört habt. Ja, er muss weit rumgekommen sein. Nicht doch. Er wollte sie züchten. Vielleicht sollte ich froh sein, dass Albert sich Alchemie ausgesucht hat. Bis vor kurzem war das noch vergleichsweise sicher. Gab es in letzter Zeit Zeichen von den Jägern? Nicht seit sie meinen Diener auf dem Markt angegriffen haben. Aber ich habe einen von der Tempelwache bestochen. Er sagte, dass bei der Wache immer häufiger von Albert die Rede sei. Wie hat die Tempelwache denn überhaupt von seinen Interessen erfahren? Ich kann leider nicht ausschließen, dass Albert selbst... Wie sein Vater. Der war auch gutherzig. Aber ein Trottel. Eine Krabspinne hat ihn verschlungen, falls ihr davon gehört habt. Ja, er muss weit rumgekommen sein. Nicht doch. Er wollte sie züchten. Holen wir Albert. Wo ist er? Er unterhält die Gäste. Auf meinen Empfängen ist er stets überaus präsent. Ich wollte keinen Verdacht erregen. Wann können wir ihn wegbringen? Wenn die Gäste so viel getrunken haben, dass sie nur noch die Tabletts mit den Kelchen wahrnehmen. Keine Bange, das geht schnell. Ist dein Sohn denn startklar? Wir müssen rasch handeln. Ja, ich habe mich um alles gekümmert. Wohin bringt ihr ihn denn? Es ist besser, wenn du keine Details weißt. Er wird sicher sein, versprochen. Ich wollte den Anfang von dem Gespräch gerade nochmal holen. Ich mache das nicht hören. Zum ersten Mal. Ich weiß. Weil ich den Chat geluschert hatte. Danke. Woran erkennen wir ihn? Er trägt eine Panthermaske. Er weiß, dass ihr kommt. Ironischerweise scheint er recht aufgeregt. Ich fürchte, ihm ist nicht klar, in welcher Gefahr er schwebt. Ich sagte ja, besonders helle ist er nicht. Keine Sorge deswegen. Damit passt er zu diversen Magiern. Geralt, wir gehen ihn suchen. Ich warte auf eure Nachricht. Gönnt mal bitte noch ein Yippie und eine Bombe für Zaphiros Blue. Lass uns Albert suchen. Fünfer Naschi-Bombe. Danke für die 5 verschenkten Subs. Ich bin schon wieder zu spät zum Abendessen. Ah, siehst du den in dem engen Wams, der gerade mit der